Halleluja. Herzlichste Grüße aus Uganda wieder. Heute habe ich ein Thema auf dem Herzen, das ich wurde inspiriert von einem Bruder, der zu diesem Thema gesprochen hat. Und es hat mich sehr, sehr ermutigt, auch darüber zu sprechen. Und zwar, auf welchem Fundament steht dein Lebenshaus? Und ich glaube, das ist jetzt die Prüfung von jedem von uns. Wo ist unser Fundament? Wo ist unsere Sicherheit? Wo ist unser Vertrauen? Wir erleben ja in unserer Zeit eine Erschütterung auf allen Bereichen unseres Lebens. Und das trifft alle Nationen, betrifft alle Religionen, alle Hautformen, alle Sprachen, alle Gesellschaftsschichten. Sowas hat die Welt, glaube ich, seit Jahrhunderten noch nicht erlebt. Und jeder Mensch wird konfrontiert mit der Realität des Wortes. Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Und da möchte ich jetzt aus Lukas 6, 46 Folgendes lesen. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es, und der Sturz dieses Hauses war groß. Ich hatte schon lange den Eindruck, dass die westliche Welt glaubte, oder große Teile der Welt, wir haben alles im Griff. Und da kommt man nach Afrika, und ich sage es euch, da hat man nichts mehr im Griff. Ich habe dann den Herrn einmal gefragt, Herr, was ist besser? Der europäische Stil, wo man am Montag schon weiß, was am Samstag passiert, oder wenigstens glaubte zu wissen, oder in Afrika, wo man am Montag noch nicht weiß, was am Montag passiert. Dann hat der Herr zu mir gesagt, Maria, meine Jünger haben jeden Abend gewusst, wie der Tag gelaufen ist. Dann war es mir klar. In Afrika leben wir einen Stil, der der Bibel mehr entspricht als Europa. Denn in Europa will man und glaubte man, alles im Griff zu haben. Und ich glaube nämlich, dass Gott uns in den Griff bekommen möchte. Er möchte, dass wir ihm dienen und dass wir von ihm abhängig werden. Denn von Gott abhängig zu sein, ist die größte Vollkommenheit eines Menschen. Und so möchte ich euch jetzt noch lesen vom Jakobusbrief 4,13. Jakobusbrief 4,13 bis 16. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ihr Lieben, dann im Kapitel 5, nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit, und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet,
an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten, er widersteht euch nicht. Ihr Lieben, ich glaube, dass Gott einen massiven Götzen dieser Welt in diesen letzten Tagen angegriffen hat oder Wochen. Es ist eine Warnung unseres Vertrauens auf irdische Güter. Ihr Lieben, der Herr möchte, dass wir in Ehrfurcht leben vor Gottes Souveränität. Und da möchte ich jetzt noch als Lukas 12 lesen. Ich habe schon in einem unserer Rundbriefe gesagt, die Menschen, die jetzt Millionen verloren haben am Aktienmarkt, ihr Lieben, wenn sie das investiert hätten in das Reich Gottes, dann wären sie heute gesegnete Menschen. Gesegnete Menschen. Aber so sind sie traurig, weil sie viel verloren haben. Sie haben in das falsche Reich investiert. Ja. In der westlichen Welt haben die Menschen ihre Identität zum Großteil gesucht in dem, was sie leisten oder nicht leisten, in dem, was sie besitzen oder nicht besitzen, zu wem sie gehören oder nicht gehören. Und das ist natürlich alles Sand. Und auf welchem Fundament baust du dein Haus? Der Herr sagt uns zuerst möchte ich noch Lukas 12 lesen, 22 bis 34. Er sprach aber zu seinen Jüngern, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, die nicht säen und noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben und Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr als die Vögel? Da wurde mir eines Tages bewusst, der reichste Mensch der Welt könnte die Vögel dieser Welt nicht füttern mit all seinem Reichtum. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seine Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und ihr seid nicht in Unruhe. Denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich, und dies wird euch hinzugefügt werden. Und auf anderen Übersetzungen heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten. Einen unvergesslichen Schatz in den Himmel, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ja, ich glaube, diese Schriftstellen sprechen für sich, die brauchen keine Erklärung. Aber die Frage, die sich jeder beantworten muss, auf welchem Fundament steht mein Haus? Und da bin ich so dankbar, dass Gott mir die Gnade geschenkt hat, schon sehr früh mein Haus auf das richtige Fundament zu bauen. Wenn du noch nicht dort bist, heute ist die Chance, dass du dein Haus auf den Felsen baust. Im Johannes 14,6 lesen wir, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Als ich diese Schriftstelle gelesen habe, wurde ich zum Missionarin. Da habe ich mich entschlossen, jeder, der mit mir zu tun hat, soll das Evangelium hören. Ob er es dann annimmt oder nicht, das ist seine Sache. Aber ich möchte nicht, dass irgendjemand, der mir je begegnet ist in dieser Welt, verloren geht. Und Vater im Himmel möchte es auch nicht. Johannes 3, 16 bis 20 lesen wir. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und
da kannst du deinen Namen hineinsetzen. So sehr hat Gott den Josef, die Irmgard, die Waltraud, die Irene geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und da möchte ich dazu sagen, dieses Wort Glauben ist in unserer Sprache sehr verwässert. Wir sagen, ich glaube, morgen regnet es. In anderen Worten bin ich mir nicht sicher. Dann heißt es noch, Glauben heißt nichts wissen. Ihr Lieben, da hat mir ein Pastor in Amerika geholfen, das Wort Glauben zu verstehen, was es beinhaltet und was es für uns ausdrücken soll. Ein Seiltänzer hat in USA zwischen zwei Hochhäusern eine Woche lang trainiert auf seinem Seil für seine Samstagabendvorstellung. Und ihr Lieben, er ist auf dem Seil hin und her spaziert und ein Pensionist, der ihm zugeschaut hat, kam am Donnerstagabend zu ihm und sagt, sie, ich habe sie die ganze Woche beobachtet. Diese Sicherheit, die sie auf dem Seil haben, die habe ich auf der Straße nicht. Dann sagt der Seiltänzer, danke, das freut mich sehr, Ihr Kompliment nehme ich gerne an. Und heute habe ich mir überlegt, ich würde da gerne morgen mit einem Schubkarren über dieses Seil fahren. Würden Sie sich hineinsetzen? Entsetzt hat der Pensionist gesagt, nein, danke. Hat er geglaubt, dass der Seiltänzer die beste Vorstellung haben wird? Nein. Am nächsten Tag schob der Seiltänzer einen Schubkarren über dieses Seil und ein junger Mann saß darin. Der Pensionist zitterte, bis der Seiltänzer auf der anderen Seite war, ganz sicher mit diesem Schubkarren. Und er lief dann zu diesem jungen Mann und sagt, hast du dich nicht gefürchtet? Sagt er, nein. Ja, sagt er, warum denn nicht? Das war doch mein Papa. Ihr Lieben, welche Beziehung haben wir zu unserem himmlischen Vater? Trauen wir ihm zu, dass er uns über alle Klippen, über alle Hindernisse, über alles führt, sicher führt, wenn wir uns ihm ganz anvertrauen, das heißt ihm glauben. Und es hängt jetzt davon ab, welche Beziehung du hast mit deinem Vater. Ist es eine Liebesbeziehung? Ist es eine Beziehung, die durch nichts erschüttert werden kann? Wo du weißt, mein Vater liebt mich, komme was wolle. Er steht zu mir. Und genau dieser Glaube ist notwendig, um sein Leben bedingungslos in die Hände Gottes zu übergeben. Ohne Wenn und Aber. Herr, hier ist mein Leben. Nimm es in deine Hand. Mach mit mir, was du willst, wo du willst, wann du willst, wie du willst. Kannst mich auch auf Null reduzieren. Aber verherrliche deinen Namen, setz mich zum Segen und schenk mir Freude, die die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Das war das Gebet, das mein Leben drastisch verändert hat. Ihr Lieben, es heißt dann noch weiter, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, und das heißt, das ganze Gewicht seines Lebens in die Hände Gottes legt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Und ich glaube, das können wir beobachten, dass das wirklich der Fall war in dieser Welt. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Ihr Lieben, wir sehen ein Erkalten von Herzen in den Nationen in den letzten Jahren. Sie haben ihr Haus auf Materialismus, Vergnügen, Sport, Urlaub, auf ihre eigene Geschäftstüchtigkeit gebaut.
Und in Sprüche 28,20 heißt es, ein zuverlässiger Mann ist reich an Segnungen, aber wer hastet, um es zu Reichtum zu bringen, bleibt nicht ungestraft. Und da möchte ich noch eine Schriftstelle lesen aus Jesaja 5. Also ich habe schon einmal erwähnt, ich wünschte mir so, dass all diese Menschen, die jetzt so viel Geld verloren haben, es ins Reich Gottes investiert hätten. Dann hätten sie ein großes Plus bei Gott. In Jeremia 5, 23 bis 31. Aber dieses Volk hat ein störrisches und widerspenstiges Herz. Sie sind abgewichen und weggegangen. Und sie haben nicht in ihrem Herzen gesagt, lass uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, respektieren. Der Regen gibt sowohl Frühregen als auch Spätregen zu seiner Zeit, der die bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält. Eure Missetaten haben diese Gaben abgewendet und eure Sünde haben das Gute von euch ferngehalten. Denn in meinem Volk finden sich Gottlose. Man lauert, wie Vogelsteller sich ducken. Sie stellen Fallen, fangen Menschen. Wie ein Käfig voll Vögel, so sind ihre Häuser voll Betrug. Darum sind sie groß und reich geworden. Sie sind fett, sie sind glatt. Ja, sie überschreiten das Maß der Bosheit. Das Recht führen sie nicht aus, das Recht der Weise, der Waisenkinder, dass sie es zum Erfolg führten. Und den Rechtsanspruch der Armen setzen sie nicht durch. Sollte ich sie dafür nicht zur Rechenschaft ziehen, spricht der Herr? Oder sollte meine Seele sich nicht an einer Nation wie dieser rächen? Entsetzliches und Abscheuliches ist im Land geschehen. Ihr Lieben, wenn ich mir nur die Ziffern von Abtreibungen anschaue, ich könnte schreien vor Schmerz. Die Propheten weissagten falsch und die Priester herrschen auf ihre eigene Faust. Und mein Volk liebt es so. Was werdet ihr aber am Ende von all dem tun? Ich sage euch, das sind Worte, die sind sehr scharf. Die ganze Welt ist in eine, mehr oder weniger in eine Ich-Bezogenheit gerutscht. Selbst, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Und keine Danksagung dafür. Gott hat gesegnet. Aber ihr Lieben, nur wenn wir in einem dankbaren Herzen bleiben, dann wird Gott weiter segnen. Jeremia 9, 22 bis 23 lesen wir, so spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Ich bin fest überzeugt, dass Gott es liebt, wenn seine Kinder gesund und gesegnet und einflussreich sind. Wie jeder irdische Vater. Wir haben einen Vater, der noch viel, 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 viel mehr interessiert ist an unserem Wohlwollen als unsere irdischen Väter. Und darum möchte er, dass wir in erster Linie in diese Liebesbeziehung mit ihm kommen. Dass er uns aus seiner Liebe heraus segnen kann. Und wir nicht anfangen zu klammern, zu besitzen, sonst werden wir besessen. Sondern dass wir anfangen, dankbar Verwalter zu sein für das, was Gott uns anvertraut. Johannes 17, 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und erkennen, ihr Lieben, dasselbe Wort wird verwendet, er erkannte sie und sie gebar. Das heißt, intime Gemeinschaft mit Gott zu haben, wo Leben, sein Leben sich in dir manifestiert. Im Johannes-Evangelium 17, 22 heißt es, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast.
Im Markus-Evangelium 10,35 heißt es sogar, es ist leichter, dass ein Kamel durch das Ohr der Nadel geht, als ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Und da habe ich mir erklären lassen von einem lieben Bruder in Israel, dass die Eingangstore in Jerusalem, die hatten eine kleine Öffnung im großen Tor. Und wenn Kamele zu spät gekommen sind, die Stadttore bereits geschlossen waren, dann gab es eine Chance, für dieses Kamel hineinzukommen. Aber es musste vollkommen entladen werden. Alle irdischen Lasten mussten runterkommen. Und das Kamel musste auf die Knie und auf den Knien durchrutschen. Und dann kam es hinein. Wenn das nicht ein gutes Bild ist für uns. Ihr Lieben, meine Mutter hat immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir kommen nackt vor Gott. Und wir können nur das beanspruchen, was wir schon deponiert haben, vorher, während wir auf der Welt waren, auf dem himmlischen Konto. Ja, also solche Menschen, die wirklich alles auf das Wort Gottes bauen, auf ihre Beziehung mit Gott, denn der Herr sagt, suche zuerst mein Reich und alles andere wird euch zufallen. Ich werde vor Zufällen manchmal erschlagen. So gut ist Gott. Aber solche Menschen nennt Gott weise Menschen, die ihr ganzes Lebenshaus auf den Felsen Jesus Christus gebaut haben. Ja. Und jetzt gibt es aber auch törichte Menschen. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es ein und der Sturz jenes Hauses war groß. Wenn wir unsere Sicherheit nur in materiellen Werten suchen und nicht über den Tod hinausdenken, dann sind wir arm vor Gott. Arm. Denn in Matthäus 6, 24 und 34 heißt es, Geld, also man kann nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt das selber nachlesen. Geld ist für mich ein guter Diener, aber ein schlechter Meister. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. So, jetzt in Jesaja 55, 6 bis 9, kehr um zu meiner Gnade. Auch wenn du jahrelang schon gelebt hast aus eigener Kraft, kehr um in seine Gnade. Gib dein Herz ganz neu, voll und ganz dem Herrn. Vertraue ihm dein Herz an, vertraue ihm dein Leben an. Denn nur die innige Gemeinschaft mit unserem Gott sättigt unser Herz und unsere Seele. Und da möchte ich noch im Psalm 103, ein wunderbarer Psalm, den David geschrieben hat, und den könnt ihr selber lesen. Lest ihn jeden Tag, er wird euer Herz auferbauen. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten und so weiter. Und ich möchte euch noch jetzt im Psalm 103, 17 sagen. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, das heißt, die ihn respektieren. Seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Halleluja. Ihr Lieben, wenn du Gott an erste Stelle setzt in deinem Leben, dann wirst du erkennen, dass es nichts Kostbareres gibt, als in einem Liebesverhältnis mit Gott zu leben. Es ist kostbarer, in Gottes Gnade zu leben, als alles, was die Welt uns bieten kann. Ja, und ich mache noch eine zweite Botschaft dazu. Aber Gott möchte, dass wir durchbrechen in ein Leben der Liebe. Und zwar der Nächstenliebe, der bedingungslosen Liebe. So lass mich heute hier enden. Und das Nächste wird dann sein, wie kann ich wirklich ein Botschafter der Liebe Gottes auf dieser Welt werden. Shalom, Shalom. Here we are.